herzlich im Namen der Gemeinde Kirchheim zur Sportlehrung 2016 heute begrüßen. Mein Name ist Kathi Ruf und ich habe die ehrenvolle Aufgabe, Sie heute so ein bisschen durch die Veranstaltung zu führen. Ich darf Sie recht herzlich begrüßen zur Sportlehrung der Gemeinde Kirchheim im Jahr 2006. Und Sie merken schon, heute ist alles mal wieder ein bisschen anders. Unruhige Zeit, eine Zeit, in der sich viel verändert. Und da hilft der Sport uns ja auch alle und allen zusammenzuhalten. Und es werden ausgezeichnet. Die Jugendheimstätten 1 sind geworden Mannschaftsmeister in der 2. Bezirksliga Ost und aufgestiegen in die Oberbayernliga Ost. Das kriegt einen Applaus. When you have this in the club, you're gonna turn the shit up. You're gonna turn the shit up. You're gonna turn the shit up. When we up in the club, all eyes on us. Hey, yo, rock it out, rockin' out. If you know what we talking about, burn it up and burn down the house. Hey, yo, turn it up and gon' turn it down. Everybody in the club, all eyes on us. All eyes on us. All eyes on us. And maybe it goes on and on and on and on. When me and you party together, I wish this night would last forever, ever, 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 ever. On us. All eyes on us. I wanna scream and shout and let it all out. And scream and shout and let it out. We say. Als nächstes kommen wir zur Abteilung Wasserspringen. Da bitte ich, die Auszeichnung ist was ganz Besonderes, denn 2015 war derjenige, der jetzt geehrt wird in Kasam Weltmeister und Vize-Weltmeister in der Klasse Ü50. Ich spreche von Gerhard Bayer. Er war Weltmeister der Master vom Turm 5, 7,5 und 10 Meter und machte Vize-Weltmeister der Master vom 1. Meter und vom 3 Meter Brett. Herzlichen Glückwunsch und einen riesengroßen Applaus bitte. Den 7. Platz machte Daria Warschat, bei der U14 den 17. Platz Martina Kaplan, bei der U14 auch den 2. Platz machte Clemens Hegis und U14 15. Platz Viktoria Neumann. Abteilung Kinderturnen mit der Abteilungsleiterin Kerstin Dell haben wir eine besondere Auszeichnung und zwar die Angelika Ehrenreich für ihre 20 Jahre Tätigkeit fürs ganz besondere Anschieturnen. Zu uns auf die Bühne bitte. Man, you got me burning. I'm the moment between the striking and the fire.
Mannschaft unter den Trainern Martin Gerber und Stefan Hiller. Sie sind Meister der Kreisliga München und aufgestiegen in die Bezirksoberliga Oberbayern. Für die Wendelstein-Meisterschaften in der altersgerechten Leichtathletik U10-Mannschaft, für den dritten Platz Hallenkreismeisterschaften, ersten Platz Kreismeisterschaften Wurf und den zweiten Platz Kreismeisterschaften Sprung, Patrick Dawidowski, Kimberle Fried-Preis, Lotte Henseler, Konstantin Heide, Isabel Keilich, Jonas Lind, Niklas Rutzig und Tim Warning. Bitte ein... Platz Hallenkreismeisterschaften Einzelwertung W10, erster Platz Kreismeisterschaften Sprung, dritter Platz Kreismeisterschaften Sprung, Michelle Werner und Patrick Dawidowski zu uns. Ersten Platz Blockwurf bei den Bayerischen Meisterschaften und mehrere Auszeichnungen bei den Oberbayerischen Meisterschaften und den Südbayerischen Meisterschaften. Einen Platz im Speerwurf, Tim Oechsle, ebenfalls Matthias Klampfer machte den dritten Platz beim Blockwurf bei den Bayerischen Meisterschaften und hat mehrere Auszeichnungen bei den Oberbayerischen Meisterschaften und den Kreismeisterschaften geholt. Und Alexandra Meyer für mehrere Auszeichnungen bei den Bayerischen, Südbayerischen und Oberbayerischen Meisterschaften. Yeah, yeah. Am besten um 5 vor 5, weil sonst schmeißt man nur noch alles um. Und ich war dann um 15:15 da, aber es war perfekt und ich fand es richtig gut. Lieber Alex, vielen Dank an dich und deine Mannschaft. Dank, liebe Kathi, für die Moderation. Das ganze Team nochmal zu mir bitten, die Steffi Heindl, die Frau Dr. Gerda Hausladen und die Patricia Klamt. Vielen Dank an die Mannschaft, die hinter den Kulissen mitgewirkt hat. Lieber Gerd, danke, dass du mit dabei warst. Es war prima. Und ich darf der Kirnara dafür danken, dass es ein abwechslungsreiches Programm gab. Natürlich der Technik, die auch heute einiges an Neuerungen mitmachen musste. Mir hat es gefallen, ich hoffe Ihnen auch. Und ich hoffe, viele sind nächstes Jahr mit tollen Leistungen wieder dabei.
Und jetzt wünsche ich Ihnen ein schönes Wochenende und draußen wartet auf Sie die Überraschung. Alles Gute.